Hallo zusammen zum nächsten Part Assassin's Creed. Wir wollen erstmal hier mit Dings ja mit. Ach, wie ist er noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Na gut. Der Kerl hasst uns immer noch. Egal. Darf ich? Oh, okay. Vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Erinnerung vorspulen. Ich weiß gar nicht, was der hier bitte schön macht, wenn er hier den ganzen Tag rumsitzt, ey. Warum ich überhaupt der Einzige in einem Assassinenbüro in so einer großen Stadt bin. Ich meine, es gibt ja mehrere Assassinen hier in der Stadt und ich bin irgendwie der Einzige, der irgendwie zwischendurch mal in dieses Büro kommt. Naja. Assassinenbruderschaft ist eigentlich groß. Denke ich. Also, ich gehöre ja nicht dazu, also von daher kann ich das schlecht wissen. Egal. Mensch, halte die Klappen da unten. Wo gehe ich lang? Was willst du denn? Stirb. Springe ich runter? Los, komm, scheiß drauf. Ach, das ging ja noch. Halt die Klappe. So ist gut. So ist brav, mein Kleiner. So ist brav. Komm. Halt doch mal die Klappen da unten. Der Schlüssel. Nicht näher. Euer Leben ist verdammt. Scheiße. Komm, greif an. Okay, und jetzt wollen wir hier die Erinnerung starten und ich weiß, wie das am besten geht. Menschen von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Den Sumpf des Verrats und der Sünde? Ein Leben voller Angst! Nein! Wollen wir nicht! Niemals! Dann wollt ihr Taten sehen! Wollen wir! Ja! Höre uns! Eure Hingabe schmeichelt mir! Das Sündige muss geläutert werden! Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung! Das ist nicht gerecht! Ihr habt kein Recht, das zu tun. Wofür haltet ihr euch eigentlich? Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels! Der Herr verfluche euch alle! Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten.
Ja, das wird nichts, mein Freund. Du stirbst. Na toll. Das wird jetzt hart, das zu erledigen. Denn das sind ja diesmal wirklich viele Gegner. Auch wenn ich hoffe, mehrere möglichst schnell diesen Marsch Stadin umzunöppen. Komm, verpiss dich, das machst du nicht nochmal. Ja, greif an. Greif an. Laber nicht, greif an. Ich habe ein Standbild. Und wohl. Sehr schön. Nochmal. Komm. Alter, jetzt greif mal vernünftig an, du feige Sau. Genau, ich gehöre zu Al-Mualem, richtig, hast du recht. Jetzt greif mal an, verdammt, ey, dieses... Alle greifen sie an, nur er nicht. Und wieder typisch, ne? Das ist mal wieder so richtig typisch. Erstmal die anderen Idioten vorschicken, ne? Aber weißt du was, das ist alles kein Problem. Ich mache euch alle fertig, nämlich. Siehst du? Ja, das hast du gerade schon gesagt, richtig. Los. Ich hasse die langen Angriffe, ich hasse sie. Kriege ich nie gekontert irgendwie. Und? Ah, Penner. Piss dich. Erschlag den Ungläubigen, sofort! Ja, Mensch, greif doch selbst an, verdammt. Ah, auch schön. Richtig schöner Kill war das. Will jetzt auch mal ein bisschen eine andere Waffe benutzen. Ich habe jetzt die ganze Zeit habe ich das Messer genommen. Ist zwar immer noch meine Lieblingswaffe, aber ich will jetzt auch mal zwischendurch mal was ein paar andere Waffen zeigen. Ey, der macht immer denselben Angriff. Macht der auch nochmal einen anderen? Ja, die sind schon da. Die sind schon da. Sehr schön. Komm, greif doch mal an, verdammt. Sehr schön. Dieser Marsch Stadin soll angreifen. Das ist ein... Ja, angreifen, sagte ich. Und zwar vernünftig. Okay. Ey, ich habe die alle gleich umgenöppt, hallo? Das finde ich unglaublich. Ja, richtig, jetzt... Greif doch mal selbst an, du feige Sau. Ich habe jetzt alle Leute eigentlich schon fertig, außer irgendwie dich. Wieso läuft der eine weg? Ja gut. Dann haben wir nur noch dich als Gegner. Das wird jetzt mal ein bisschen... Sehr schön. Eure Arbeit ist nun beendet. Nein! Nein! Ich habe erst begonnen! Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht, doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Das ist, glaube ich, der einzigste Gegner, wo Ezio sich, glaube ich, wünscht, Ezio. Wo, Alter, ihr sich, glaube ich, wünscht, die FPS sind gerade im Arsch. Wo, Alter, ihr sich wirklich wünscht, glaube ich, dass der Penner tot ist, wirklich. Na gut, sag mal, was ist denn gerade los schon wieder? Hallo? Ja. Hast du dich jetzt beruhigt? Ja, scheint so. Hier komme ich nicht hoch, oder wie?
Ja, das ist, glaube ich, bei Fraps immer so das Problem. Ja, das kannst du dann machen. Werden mich noch gesehen. So, der Müll. Nee. Ah, komm, was soll der Scheiß? Dass der, immer eine neue Datei und dann irgendwie die FPS total für den Arsch sind dabei. Komm, verpiss dich. Schon besser. Besser halten. Brav machst du das. Ich will nicht andauern, mich mit den Leuten schlagen. Das ist... Och nein. Komm, verpisst euch. Da habe ich keine Lust drauf. Gehen wir mal weiter. Komm, geh mir aus dem Weg. Genau. Und da ist das Assassinenbüro schon. Willst du mich verarschen oder was? Okay. Toll, ihr seid Arschlöcher. Verdammte Arschlöcher seid ihr. Toll. Standbild? Tötet ihn! Was soll der Scheiß? Oh, das sind so viele, Mann, verdammt. Den Kill kenne ich noch gar nicht, lol. Verpiss dich. So. Ja, ich werde müde, richtig. Deswegen hau ich auch lieber ab vor euch. Hier komme ich nicht durch. Geht mir aus dem Weg, verdammt. Geht mir aus dem Weg, sagte ich. Los, verpisst euch. Da scheine ich mich... Na, toll. Verpiss dich. Arschloch. Ey, der muss genau in dem Moment, muss er hier langkommen, ne? Wo ich mich irgendwie mit ihm kloppen will. Nein, das werde ich nicht. Richtig. Ey, sag mal, wo kann ich denn hier verschwinden, Mensch? Das ist gar nicht toll. Da. Ach, Mann. Verdammt nochmal. Flagge. Mensch, verdammt. Ey, der soll sich verpissen, dieser scheiß Bogenschütze da. Ah, toll. Klar, dass die nicht hier irgendwie mitspielen. Und so, ne? Richtig, ich bin ja auch nicht weit weg. Komm. Ach, geht doch. Geht doch, endlich. So, wo ist das Assassin? Da, da ist das Assassinenversteck, mein Gott. Nicht übel. Richtig, nicht übel. Ich gehe mal weiter. Hier rüber. Lass ihn nicht entkommen. Ach, Mann, verpiss dich. Danke. Wo bist du, hä? Wo bist du? Du verdammtes Arschloch. Wo bist du? Das ist er. Dort, fasst ihn. Bleibt stehen. Ihr könnt nicht entkommen. Geht doch. Springen wir mal wieder runter. Und rauf geht's. Hier rein, so, ne? Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Naja. Er mag uns nicht, wie gesagt. Naja, wenigstens will er uns nicht mehr tot sehen. Ist schon mal ein Anfang. Also, wir wollen jetzt noch eben kurz nach Masyaf. Das will ich in diesem Part noch kurz reinmachen. Komm, darf ich? Ja, sehr gut. Okay, bis Masyaf vorspulen, richtig. Speichern wir meinetwegen auch nebenbei, wenn wir schon dabei sind. Stoßen Sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen Sie Ihre Sprintfähigkeit, wenn der Weg frei ist. Mensch, stand halt die Klappe. Danke. So, lauf, Alter hier, lauf. Tretet vor, Alter ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht.
Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine, non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer, Statthalter, Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Ich habe wieder ein Standbild. Schön. Ah, schon besser. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. So, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed. Tschö.